So, guten Tag, meine Freunde. Heute gibt es einen kleinen, ja, wie kann man das nennen, eine Vergangenheitstour. Ich bin früher, wo ich jünger war, viel hier in meiner Heimat gewandert und heute, habe ich mir die Zeit genutzt, weil ich Zeit hatte und Lust. Wetter, wie man sieht, ist auch heute bombenmäßig. Und werde so zwei mittlere Touren, die ich früher ab und an mal gegangen bin, wollte ich heute mal kombinieren. Ist zwar so ein bisschen zickzack gelaufen, wenn man sich das auf der Karte anguckt, aber lässt sich halt nicht vermeiden. Eine Kilometeranzahl ist auch noch überschaubar. Ja, los geht's heute in Mulsum hier. Ist das überstrahlt? Warte mal, ein bisschen abblenden. So. Bisschen die Blende runtergeschraubt. Los geht's soweit in Mulsum heute. Dann nach Essel, Himmeling-Borstel, Kutenholz. Ja, Sadersdorf könnte man, glaube ich, noch zwischenschieben. Ich weiß nicht genau, wo das beginnt, wo es aufhört. Und dann Kutenholz, dann Aspe und dann mal sehen, wie spät es ist, was meine Lust sagt und meine Kondition. Wie gesagt, es sind, glaube ich, nur knapp 10 Kilometer. Also, ja, dazu kommt noch so ein bisschen die Zeit, die ich dann da in dem, da kann man das Wald nennen, also es grenzt an den Beverner Wald da hinten, aber so ein richtiger Wald in dem Sinn ist es auch nicht. Ja, wie gesagt, das Wetter spielt mit und ja, ich gucke einfach mal. Wenn ich die Tour weitestgehend hinter mir habe, also die geplante Tour oder den geplanten Part, dann schaue ich mal, was es noch für Optionen gibt. Genau. Ein paar kleine Anekdoten werde ich vielleicht noch dann erzählen. Mehr oder weniger interessant. Und ich hoffe, dass ich auch genügend Videomaterial aufnehme. Weil mir ist oft aufgefallen bei Touren, man hat zwar die Kamera immer dabei, aber irgendwie nimmt man zu wenig auf. Und dann sitzt man am Ende und denkt so, da hätte man noch ein bisschen was filmen können und da. Deswegen hier so ein bisschen Impression aus der Bild in Mulsum. Frage ich mich, ob irgendjemand mal bei YouTube dieses Video so entdeckt, der hier aus der Gegend kommt. Und ja, also mal sehen. Ich laber eigentlich schon wieder viel zu viel, aber warum nicht? Ich werde das Ganze vielleicht ein bisschen schöner Musik unterlegen. Ich hoffe, meine Stimme hört man heute überhaupt recht gut, dadurch, dass es ziemlich windig ist. Aber ja, ich bin da zuversichtlich. Was wollte ich noch sagen? Ja, ich muss mal gucken, wie Teile des Wegs gleich Video so wirken, weil heute ist das Wetter ziemlich gut und das hat dann immer so diese übertriebene Urlaubsstimmung. Kennt ihr das? Also sprich, wenn so fast wolkenlos ist, sag ich's mal, und komplett hell und die Sonne knallt und weiß ich nicht, so manchmal ist so eine Herbststimmung für Touren immer wesentlich interessanter. Weißt, nicht, dass ich so depressiv bin oder sowas, aber wenn es so ein goldener Oktober ist und ein bisschen kühler und Sonne verhaltener und alles, wirkt es wesentlich intensiver. Heutzutage, also so heute meine ich, wirkt fast alles gleich. Dadurch, dass die Sonne halt knallt und es ist warm und es ist übertrieben Sommer einfach. Ich weiß nicht, wie ich es noch genauer oder besser beschreiben kann, aber ja, genau. Herbst hat immer wesentlich intensivere Stimmung und Atmosphäre. Wenn es auch vom Wetter her gut ist, muss es ja nicht unbedingt regnen und alles. Und ja, genau. Aber es wird auf jeden Fall schön. Nur wie gesagt,
ein bisschen zu gutes Wetter. Ja, in Essel gibt es dann das gleich schon, kann man sagen, das erste weitere Update. Und ich rede schon wieder 5 Minuten, oh Gott. Naja, das geht schnell heute. Bis dann. Zack. Ja. Hier in der Bild. Was wollte ich gerade sagen? Ja, der Bahnübergang hier. An dem man auch immer gut entlang konnte. Um Richtung, was haben wir da hinten? Ja, Essel kommt man da. Richtung Essel oder Richtung Hesedorf. Konnte halt links gehen und kommt dann da hinten so beim Esseler Bahnhof raus. Ein wenig überstrahlt. Ich glaube, ich habe leider keinen Polfilter dabei für sowas. Naja. Ist noch so wieder. Zack. Ja, ja, Erinnerungen auch. Hier bin ich oft längs gewandert, so ein bisschen zum Nachdenken. Und muss mit dem Karabiner hier ein bisschen aufpassen. Sonst klötert er zu sehr. Ja, wie gesagt, zum Nachdenken und als Kind, kleine Anekdote dazu, fand ich das immer interessant. Wenn man irgendwie bei Bekannten zu Besuch war oder sowas, dann war irgendwie immer an dieser Bahnübergang so die Grenze. Weil dann hörte hier Mulsum auf und als Kind hat man halt ganz andere Dimensionen. Oder wie sagt man so, Dimensionsvorstellungen oder auch so die Größenverhältnisse schätzt man anders ein. Und von da war das dann immer so, boah, da geht es dann so in das kleine Waldstück. Und ja, sozusagen da fängt dann die Welt an. Und das fand ich als Kind sowieso immer sehr interessant, wenn man irgendwo hingefahren ist und hat dann gedacht, so, ja, irgendwo da hinten am Horizont, da sieht es interessant aus, da möchte ich mal hin. Ja, und je älter man wurde, desto mehr hat man das dann zum Teil auch umgesetzt. Zu Fuß oder mit dem Rad. Es war sehr schön. Wie gesagt, ist halt nicht vergleichbar mit heutzutage, aber wenn man so Touren oder irgendwas unternimmt, aber wie gesagt, als Kind hat man da ganz anderen Größenvergleich. Auch sehr interessant, ich habe eben auf dem Weg hier Menschen fahren sehen mit dem Auto. Weil wir haben heute Samstag und normalerweise am Wochenende siehst du hier fast niemanden. Das ist immer wie ausgestorben. Ich sage ja mal, ich bin kein Partymensch, aber wenn ich irgendwo bin, möchte ich halt so das Gefühl haben, ah okay, wir haben jetzt nicht Quiet Earth, das letzte Experiment. Also ich bin nicht der letzte Mensch, der noch lebt. Dieses Gefühl habe ich halt trotzdem ganz gern. Das hat man halt hier manchmal nicht. Sonntags ist es noch schlimmer. Da hat man besonders das Gefühl, dass die Welt hier stillsteht. Oh, Libellen. Gibt es hier auch wieder massenhaft. Aber dafür ist es zu spät. Wenn man Libellen fotografieren oder filmen möchte, sollte man wesentlich früher aufstehen. Mal gucken, vielleicht kriege ich das ja nächste Woche hin. Wenn das Wetter da gut ist, wollte ich eine Tour machen. Ein paar Greifvögel, also oder Raubvögel. Und Insekten fotografieren. Ah, und hier mit diesem Wald. Aber ich weiß noch, wo ich jünger war und das erste Mal hier durchgegangen bin. Klar, mit dem Auto kennt man das halt, wenn du jetzt nach hier nächste größere Ort, quasi so Bremervörde, wenn man da so hingefahren ist mit dem Auto, man kennt eigentlich die Strecke, aber wenn man halt jung ist und geht dann das erste Mal so Wege zu Fuß, das ist halt doch nochmal ein ganz anderer Eindruck. Muss man sagen. Ich freue mich schon nachher auf den Wald da bei Hemelingbostel. Was heißt bald gleich, besser gesagt.
Ja, es klingt vielleicht immer skurril, aber auf der einen Seite war so ein winziger Teich. Auf der anderen Seite stand mal sowas immer wie, ja, Schrott oder so. Ich weiß, das klingt alles ein bisschen negativ oder nicht so aufregend, aber als Kind fand ich das halt auch interessant. Dadurch, dass man denkt so, aha, das ist so halt so eine Ecke, da kommt eigentlich niemand längs. Also man weiß so, okay, hier wohnt kaum einer, aber hier wird trotzdem mal was gelagert und das ist so, als Kind findet man das halt schon sehr interessant. Und man sieht so, ah, diese Ecke ist doch nicht ganz tot. Und ja, ich habe letztens einen Podcast über das Thema Außenseiter gehört und da muss ich wieder daran denken, dass so irgendwie gefühlt 99% der Jugendlichen, auch 99% der Jugendlichen, die ich kenne, so irgendwie nie auch nur das leiseste Fünkchen Interesse am Wandern oder an Natur hatten. Also jedenfalls so, wie ich es mitbekommen habe. Und ich würde sagen, ja, es ist, täuscht auch nicht nur, sondern das war wirklich so. Deswegen ist man auch nie irgendwo jemanden hier in der Gegend begegnet. Also außer man hat mal Leute gesehen, wenn es dann wieder an die typischen Dorfsauffeste geht, sage ich mal so, dass da dann mal Leute unterwegs waren. Aber ansonsten war man überall alleine. Was dann so zum Teil den Eindruck der Gegend hier verstärkt hat, dass es so tot ist. Naja. Da würde ich mich gerne auch noch mit Leuten austauschen in irgendeiner Form. Einfach mal zu wissen, wie war das so in anderen Regionen oder vielleicht auch andere Naturinteressierte, die dann auch mal Gegenden erkundet haben und vielleicht auch hier dann sogar längst gewandert sind. Aber als Kind war das schon immer sehr interessant, aus dem Dorf rauszufahren. Also man ist hier ja relativ schnell. Gerade auch mit dem Fahrrad sind es ein paar Minuten ist man dann hier. Und ja, hier hatte man dann vor allem seine Ruhe ungefähr. Witzigerweise. Hier nochmal eine Bank, die auch immer irgendwie zur Zierde nur dastehen. Weil ich sag ja, ich will mich ja nie herausheben, so nach dem Motto, ich bin jetzt hier der große Survival-Tracking-Experte oder irgendwas oder so. Ich fand es dann immer interessant, dass wirklich einige Sachen scheinbar nie genutzt werden. Und man könnte sagen, so, ja, kommt ja mal auf die Zeit drauf an. Aber trotzdem, ich meine, irgendwann, wenn man auch mal Strecken häufiger geht, zum Beispiel, du gehst eine Strecke 10-mal. Von den 10-mal müsste dir dann, auch wenn die zu verschiedenen Zeiten dann sind, irgendwann muss doch da dir mal jemand begegnen, der dann auch da am Wandern oder Spazieren ist, so richtig. Ne? Weil so viele Zufälle kann es nicht geben. Und Wandern und Ähnliches ist ja jetzt auch kein Talent oder etwas Außergewöhnliches, dass man sagt, oh, der geht wandern. Das ist ja ein ganz harter Brocken. Sondern, nee, du kannst auch kleinere Touren machen oder so. Was mich auch wieder zum Thema bringt, viele Menschen nehmen so Selbstverständlichkeiten immer als so besonders hin heutzutage. Und denken dann mal, wie arrogant, wenn man dann sagt, dass man da nie jemanden beim Wandern trifft. Dann haben die immer so das Gefühl, so, ah, ja, Wandern ist ja auch nicht für jeden was, das ist schon, wow, nur so die Elite der Gesellschaft kann wandern. Und denken dann, man wäre arrogant, wenn man sich wundert, warum nicht mehr Leute wandern. Dabei würde ich es begrüßen, wenn mehr das machen würden. Aber vielleicht auch nicht zu viele. Sonst hat man es wie in Hamburg an einigen Ecken, dass dann schreiende Familien durch die Natur toben und ach, naja, das ist auch schon wieder nicht mehr schön. Ja. So, den ersten kleinen Abschnitt haben wir geschafft. An der Straße geht es dann rechts ab, nach Essel, ich glaube sogar nach Essel rein, meine ich.
Also das Ortsschild passiert man und gucken, sieht man das denn? Da hinten sind Windräder. Ein bisschen reinzoomen, gleich mal den Fokus nachholen. Ein bisschen wackelig, das tut mir leid. Und ja, irgendwo so da hinten, wo es ganz grün ist, da irgendwo geht es dann weiter. Und ich rede schon wieder 10 Minuten. Das wird eine Wahnsinnstour mit wenig Schnitt. Naja. Wie gesagt, so ein kleiner Vlog, ein bisschen mit Musik unterlegt, ist ja auch nicht verkehrt. Es sollte aufs Display gucken. Wie gesagt, längere Videos sind ja nicht insofern schlechter, lässt sich besser schneiden und man hat noch einen kleinen Podcast oder Vlog mit drin über verschiedene Themen und es tut ja niemandem weh, ob das nun 20 oder 30 Minuten geht, so ein Video. Wie gesagt, ich melde mich dann aus dem Wald. Bis gleich. Hallo. Hüpf. Hui. Es stürmt, es windet. Es weht ein wenig der Wind. Das Schöne ist aber, ich brauche A, die Jacke noch nicht und B, mein T-Shirt war ein bisschen angeschwitzt, sag ich mal so. Und ja, das trocknet dann ganz fix. Viele Bauern sind gerade unterwegs hier am Machen und Tun, was auch immer die machen. Und was ich festgestellt habe hier, die Windkraftanlagen in den letzten Jahren in Anführungszeichen auf den Boden geschossen. Und irgendwie trübt so ein bisschen das Landschaftsbild, weil man das Gefühl hat, man ist irgendwie in Ostfriesland, wo das Land nur noch platt ist und die Dinger in Scharen rumstehen. Und zum anderen ist es nervig durch die Schatten, die die Dinger werfen. Also so, wenn man sie irgendwo in der Landschaft sieht, kann man noch sagen, ja, ist mir einigermaßen egal, dass die hier sind. Aber eben durch diese Schatten, also durch den Schattenwurf, merkt man sie dann wieder. Da kann man sie halt nicht ignorieren und man merkt dann so, ja, irgendwie nerven diese Dinger. Naja. Dadurch, dass mir meine Mutter noch so viel Duschgel und sowas alles mitgegeben hat, was sie mal bestellt hatte, bei Yves Rocher, hat sich mein Gepäck sozusagen verdoppelt. Ich will nicht sagen, dass man das direkt merkt, aber ja, ich merke auf jeden Fall, dass der Weg sich hier etwas zieht. Ich hatte den nicht mehr so lang in Erinnerung. Aber es ist auch nicht verkehrt, dadurch merkt man ja, dass man unterwegs ist und sich wieder so von der, in Anführungszeichen, Zivilisation entfernt.
Ich weiß nicht, ob ich falsch abgebogen bin oder ob das noch kommt. Aber diese Strecke mit dem kleinen Teich und mit dem Schutt und so weiter, ich war der Meinung, das wäre hier, müsste es schon gewesen sein. Es kann sein, dass es da vorne gleich kommt. Dann geht es nochmal durch diesen kleinen, ja, Wald, kann man sagen. Also es ist ja relativ dicht am Bewaner Wald eigentlich auch dran. Und ja, wie man sieht hier, doch relativ grün. Ach genau, hier ist dieser kleine Teich. Ah, es ist grün hier, herrlich. Was ist es? Es ist grün. Ich merke, irgendwie war ich im Sommer sonst nie in dieser Ecke. Da war ich dann eher immer so gen Stade Buxtehude unterwegs, glaube ich, oder sonst wo. Hier war ich eher immer, wenn ich mich daran erinnern kann, mehr so im Herbst unterwegs. Kann ich nicht genau sagen, warum, aber ist halt so. Ja. Und was auffällig ist, die Gärten im Dorf werden immer karger und immer mehr durch Stein, ich sag mal Steinhecken oder wie man es nennen soll, halt so komische Körbe mit Steinen verschandelt. Das Problem ist ja, ich meine, man kann ja seinen Garten umgestalten, aber so ganz ohne Bäume, Hecken sieht es immer so karg aus. Und in einem Klang damit hat man dann auch noch das nächste Problem, dass die Gärten einfach furchtbar hässlich sind. Das ist halt so, wenn du merkst, oh, ich habe seit 40 Jahren in meinem Garten nichts gemacht und jetzt gestalte ich den radikal um, dann sollte man sich halt auch mal Gedanken machen, ob man da nicht irgendwie was mal an dem Garten macht zum Verschönern. Weil ich werde mal einen kleinen Cut machen, da kommt jemand entgegen gefahren, mit was auch immer. Ein Wunder. So, da bin ich wieder. Sehr witzig, den Radfahrer habe ich eben vor Essel schon mal gesehen. Das heißt, der ist einmal durch Kutenholz durchgefahren und oben, also der fährt quasi per Rad einen Teil der Strecke, die ich heute zu Fuß gehe. Und hat eben freundlich gegrüßt und gegrinst, als er mir vorbeifuhr. Da dachte ich mir so, ja, genau, das ist witzig. Ah. Das hier meine ich so. Das fand ich als Kind immer faszinierend. Ja, so eingezäunte Wiesen oder Felder, Bereiche, wie auch immer man das betiteln will, wo aber irgendwie nie Tiere waren. Und auf der anderen Seite war dann so ein Schuttabladeplatz. Und ja, man muss sagen, es ist wesentlich grüner geworden. Also ich habe das sehr, ich sag mal, sehr erdig und... Ja, schmuddelig ist das falsche Wort, aber also ich habe es halt sehr erdig und so in Erinnerung. Also nicht sehr, also nicht so sehr grün, wie es hier ist, sondern eher so wie bei den Tannen, so ein bisschen düsterer. Und jetzt durch das Sonnenlicht und überall ist der Mais am Stehen hier, wie man sieht und so. Also, das war früher, glaube ich, nicht so. Da war das eher alles so, ja, Wiese einfach, so Gras. Aber ja, warum nicht? Ist ja nichts Schlimmes oder Negatives. Ich wundere mich halt nur, dass in diesen Bereichen dann doch mal was gemacht wird. So. Auf jeden Fall bin ich aber dann auf dem richtigen Weg. Und da hinten geht es dann irgendwie geradeaus in den Wald. Ja, bis gleich. Ja, da ist doch schon der Bahnübergang.
sehr gut fürs Wandern oder für Radtouren geeignet, weil hier kommt man dann nämlich entweder dort nach Himmelingbostel. Man kann dann hier diesen Sandweg, ich überquere mal die Bahn, man kann auch quasi ein Stück über die Bahnschienen hier rüber gehen und geht dann rechts ab. Da ist ein Feldweg, da kommt man dann auch in den Kutenholz raus. Also wenn man auf die Zeiten guckt, wann eine EVB kommt, nämlich jetzt, perfekt, wie ich die bestellt habe. Nein, ja, jetzt musst du auch nicht mehr tröten. Ich habe dich schon gesehen. Und wow, zwei Personen sitzen drin. Ja, das heißt, die nächste kommt in einer Stunde. Schaffe ich das bis nach Kutenholz? Ja, rechnen wir mit, ja, fahren wir mit der übernächsten dann. Und wie gesagt, den Sandweg da kann man entlang gehen. Dann kann man entweder irgendwann in Hesedorf rauskommen, so ungefähr. Ja, doch, Ortseingang, glaube ich. Wo es rechts ab, wenn man von Brümmerförde aus kommt, oder links ab von dieser Seite, geht es auf einen kleinen Parkplatz. Oder man kann auch die nächste, glaube ich, ist das links ab, dann kommt man so einen komischen gepflasterten Weg entlang. Und wie gesagt, jetzt hätte man eine Stunde Zeit, über die Bahnschienen zu gehen, um auf das kleine Feld dahin zu kommen. Dann kommt man direkt nach Kutenhauser Richtung Bahnhof. Kleine Impression von dem Hochsitz. Feld. Ziemlich ausgefressen. Mal gucken, ob man da noch was machen kann. Ja. Und ja. Ich habe hier mal vor, ich glaube, etwas über 20 Jahren jetzt, ja, etwas, ja, sagen wir so ziemlich genau 20 Jahre, habe ich hier mal eine analoge Kamera auch mitgehabt. Irgendwie witzig. Das war auch so ein Aha-Moment. Meine damalige Freundin meinte mal irgendwie so, ja, du hast dich ja wieder dir ein Hobby sozusagen aufschnacken lassen mit dem Fotografieren. Und dann fiel mir irgendwann mal beim Aufräumen und Umziehen so ein uralter Umschlag in die Hand mit Fotos von einer analogen Kamera, also richtige entwickelte Bilder von früher. Eben, wo ich genau diese Tour hier auch mal gemacht habe. Und das war, ja, so ein richtiger Aha-Moment, weil das hatte ich irgendwie komplett verdrängt. Fragt mich niemand warum, aber auf einmal war es dann wieder so, ach. Klar, es war halt eine normale Kompaktkamera, nichts Tolles, aber ne, man war ja auch noch jung und so weiter und so fort. Ja, und mal gucken, ich werde jetzt glaube ich noch mal ein bisschen die Kamera ruhen, während ich durch den Wald gehe und bei der nächsten Station dann wieder weiter aufnehmen. Aber ich muss noch ein bisschen das hier auf mich wirken lassen sozusagen, weil, ja, wer weiß, wann man hier wieder mal hinkommt. Bis, naja, da hinten geht's hin. So, ich mache mal einen kleinen Umweg. Ja, was heißt kleinen Umweg? Ein klitzeklein. Weil hier, glaube ich, diese Sandkuhle ist, wo wir früher auch mal waren. Ich habe es auf der Karte nicht mehr genau lokalisieren können, wo die war.
es wird immer steiler. Und eben an dem Rastplatz noch ein Beutel gefunden. Ah, schade. Sieht mich nicht mehr so spektakulär aus wie früher. Ja, Sandkuhlen haben mich irgendwie immer fasziniert als Kind. Und zum Geschrei vieler ist man da früher oft runtergerodelt, den Sand. Ich meine, das ist schon gefährlich, aber ich denke so, ja komm, die 50, was weiß ich, ne, die paar Zentimeter Sand, die da runterkommen, also das hätte nicht mal ein Kaninchen begraben. Von daher. Da war eben an dem Rastplatz hier noch ein Mädchen, wie sagt man, Turnbeutel, Rucksack so gefunden mit Klamotten drin. Und oben guckt noch Feuchttücher raus und an die Babypille. Auch sehr interessant. Bedeutet, entweder hat das nach der Party gestern vergessen, aber es ist ungewöhnlich, weil so viel Zeug drin ist. Oder irgendjemand ist abgehauen und, aber na, keine Ahnung. Ja, weil wenn man was weiß ich von zu Hause abhaut oder sowas, dann nimmt man eigentlich nicht, Quatsch, ich wollte gerade sagen, nimmt man nicht so viel Zeug mit. Nee, Blödsinn. Dann lässt man nicht so viel Zeug da, meine ich. Weil man hat ja nur das, was man da mitgenommen hat. Wow! Das geht ja mal richtig in den Abgrund hier. Krass. Naja. Und wie gesagt, entweder nimmt man sein Zeug mit, wenn man abhaut, oder wenn es nach einer Party war, keine Ahnung. Wer nimmt so viel Klamotten mit? Weil man konnte halt in den Beutel reingucken gut. Und da waren dann verschiedene Klamotten drin. So ein bisschen wie nach dem Sport oder so. Interessant auf jeden Fall. Ich bin etwas verkehrt gegangen. Na toll. Aber die Strecke zieht sich doch ein bisschen mehr als ich dachte. Dadurch wahrscheinlich, dass der Waldweg da, also der Weg durch die Büsche ein bisschen sehr unwegsam war. Ja, doch war ein bisschen sehr unwegsam. Ach ja, in Kutenholz irgendwo so fast zentral ist auch eine Sandkuhle. Da bin ich früher auch mit einem Kumpel oft hin. Ja, ja, stimmt, man kam von Kutenholz aus relativ leicht dahin und von Mulsum auch da, wo die, na, hätte ich auch nochmal irgendwie auf Video bannen können, die Verpackungsindustrie. Von dort aus konnte man auch über, na was heißt über, an einem Feld entlang. Und von diesem Feld konnte man auch an einem winzigen Wäldchen vorbei und kam dann auch zu dieser Sandkuhle hin. Ja, ja, der gute Stefan. Gott hab ihn selig. Ja. Das war das Gelände. Ich muss sagen, heutzutage, sag ich mal so, sogar noch interessanter als früher. Ja, jetzt geht es schon mal ein bisschen länger hier an der Straße links. Na, umkehren wäre doof. Da könnte man dann zwar schneller nach Kutenholz kommen, aber müsste dann nochmal wieder durch den Wald durch. Und ich gehe dann doch hier weiter. Es war nur ein winziger Abstecher gewesen, so für die Nostalgie. Hier zu dieser Sandkuhle, von der man nichts mehr sieht. Früher war da wirklich noch Sand, jetzt ist da nur noch, wie man eben gesehen hat, grün.
Tja. Aber es hat sich gelohnt, diesen Ort mal nach Jahren wiederzusehen. Wird zwar wahrscheinlich wieder eine Ewigkeit dauern, bis man hier wieder hinkommt. Und auch ob man hier auch mal jemals wieder hinkommt, aber ja, wie gesagt, der Nostalgie halber noch mal ein bisschen die Gegend erkundet. Wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann man übrigens auch gut in die Richtung fahren dort. Das ist eine sehr schöne Gegend. Weil alle fahren ja da hinten längs über die Dörfer. Und hier kann man eben durch so eine Landschaft hier fahren. Ein paar Bäume, schöne geteerte Straße, wo nichts los ist soweit. Ja. Ich habe mit meiner Freundin auch mal ein paar Radtouren geplant. Mal gucken, wann wir das schaffen und ob. Sie beschwert sich oft, dass wir zu wenig mit dem Rad fahren. Aber das Ding ist, wenn du so Touren machst, zum Beispiel in dieser Gegend, angenommen, dein Rad geht kaputt. Ein kaputter Reifen oder Schlauch, besser gesagt, ist ja noch so einigermaßen. Aber was ist, wenn du das Ding dann doch nicht geflickt bekommst? Oder du merkst, oh Scheiße, mein Flickzeug, was weiß ich, die Klebe ist eingetrocknet oder irgendwas. Ja, dann hast du nicht nur das Problem, dass du ein kaputtes Rad an den Backen hast, sondern du hast dazu auch noch den Weg. Und wahrscheinlich passiert das, wie ich das schon mal mit dem Rad hatte, dass es so am äußersten Punkt des Nirgendwo geht dir dann das Rad kaputt. Ja, und dann darfst du erstmal nicht 5 Kilometer schieben, sondern 15. Und 15 Kilometer gehen ist je nach Tagesform und so weiter schon sportlich, finde ich. Also wenn man es jetzt nicht regelmäßig macht. Aber dann noch mit dem Rad, irgendwie, das ist dann nervig. Und dann musst du auch noch das Glück haben, dass von deinem nächsten Ziel, dass man da dann entsprechend wegkommt mit dem Rad. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Man sagt immer so, ja, man kann sich ja vorbereiten. Ja, aber irgendwas ist immer. In Hamburg sagt man, scheiße, Rad ist kaputt. Egal, ab in die S-Bahn, nach Hause fahren, Rad hinstellen und denkt man so, ja, pff, gut, schade, wiederholen wir. Aber wenn du hier dann bist, dann so, ja, 20 Kilometer bis zum nächsten Ort. Und da kannst du auch nicht mal jemanden anrufen, so von wegen, ja, Mama, kannst du mich mal abholen? Du müsstest aber erstmal noch eine Stunde fahren. Schwierig. Tja. Naja. Aber wie gesagt, ist ja nicht so, dass ich darauf keine Lust hätte, auf solche Touren. Aber, ja, ne? Ich vertraue den Rädern nicht so ganz. Auch wenn alle immer sagen, ja, man kann ja gucken, wo man hinfährt. Ja, aber ich glaube, so ein Nagel interessiert das nicht, ob man vorsichtig irgendwo fährt. Oder die Glassplitter, die hier überall bei den Dörfern gut rumliegen. Ich sage, das interessiert die nicht so sehr, ob man vorsichtig irgendwo längs fährt oder unvorsichtig. Naja, so viel zum dem Thema. Ja, mal gucken. Eigentlich wollte ich von Kutenholz aus noch nach Aspe gehen. Da gibt es nämlich auch noch so einen schönen Weg quer durch. Ich muss halt mal gucken, wie es mit meiner Lust und Laune so aussieht. Und noch von der Uhrzeit her. Ich bin ja, wie gesagt, ja gar nicht mal spät losgekommen, weil ich musste ja den einzigen Bus, der fährt, den habe ich ja genommen. Also sprich, andere Möglichkeit hätte ich gar nicht gehabt. Ja. Wie gesagt, muss ich mal gucken. Noch ist das Wetter super. Momentan ist auch wieder windstill, wie man merkt. Ein paar kleine Impressionen. Ja.
und dann mal sehen. Aber jetzt haben wir es nämlich auch schon, was haben wir jetzt so, ja, 6:30. Allzu lange ist auch nicht mehr hell. Aber man wundert sich so, wenn man so diese Strecke gegangen ist, es nimmt doch ganz schön viel Zeit in Anspruch. Obwohl es von der Kilometerzahl müsste man das eigentlich in 2 Stunden circa gehen. Oder sagen wir 2,5. Aber naja, ich habe den Timer noch laufen lassen. Um mal zu gucken, wie lange ich gebraucht habe, so Pi mal Daumen, inklusive den Pausen. Und ja, mal sehen. Aber wie gesagt, den Weg hinten bei Aspelenks, den will ich auch noch mal gehen. Weil ich habe ältere Bilder noch von meiner Digitalkamera. Und da war ich dann überlegen, wo ich da genau mal längs gekommen bin. Weil einmal bin ich den Weg gegangen, da hatte ich noch keine Kamera. Und mit Kamera bin ich den gegangen, aber irgendwie meine, wie sagt man, so die Verschlagwortung der Touren war nicht so ganz so ausgereift. Deswegen weiß man dann nicht genau, wo man sich bei einigen Touren nun genau befindet. Ja, ich rede wieder viel zu viel. Also ein kleiner Nostalgie-Fototour-Vlog und ja, ich glaube, das liegt daran, weil die Tour so kurz ist, hat man so viele Stellen, an denen man was erzählen kann. Und dadurch nimmt man halt sehr oft und sehr viel auf. Aber naja. Wir sind hinter mich gebracht. Biegt jetzt ab nach Sadersdorf. Ja, kommen auch mal so Erinnerungen von alten Radtouren hoch. Also sprich, ich bin oft mit dem Fahrrad über diese ganzen Dörfer gefahren, weil, ja, ich fand immer, Molsum ist in so einer Art Loch gelegen. Zum einen musst du erstmal immer gefühlt tierisch bergauf fahren, um irgendwo hinzukommen. Und danach muss man halt immer etliche Kilometer abreißen, um irgendwo hinzukommen. Weil, ja, hier in Niedersachsen ist es halt gefühlt sehr dicht besiedelt. Vielleicht ist es auch reell so, aber ich habe halt da nicht so den Vergleich. Also wenn man in der Stadt wohnt und mit der Bahn irgendwo hinfährt, ist es halt ganz anders. Deswegen. Ich hoffe mal, dass ich meine Freunde nochmal darüber, wie sagt man so, überzeugen kann. Auch mal mit mir hier vielleicht mal eine Radtour zu machen. Also man könnte mit der Bahn hier bis Gutenholz fahren und fährt dann mit dem Rad zu einer anderen Bahnstation. Alles noch im HVV-Tarif, also ohne dass man noch was drauf zahlen muss. Nicht, dass ich so unbedingt geizig bin, aber ja, wenn man halt kostenlos im Gesamtbereich fahren kann, da muss es halt nicht unbedingt sein, dass man dann für irgendwelche Bahnstrecken dann auch nochmal zahlt. Weil bei EVB so, das brauchen wir vorher, da haben wir glaube ich letztes Mal auch, ich glaube 8 Euro bezahlt pro Person. Und wenn man das dann mal 2 hat oder mehr, das summiert sich schon. Das ist schon fast ein Niedersachsen-Ticket. Und Niedersachsen-Ticket ist für mich dann schon so die Größenordnung, man fährt irgendwo wirklich weg, anstatt einfach nur mit dem Rad unterwegs zu sein. Und naja. Ja, wie gesagt, viele Orte hier waren dann immer so ein Dreh- und Angelpunkt. Weil du wolltest irgendwie nach A, also oder besser gesagt von A nach B, dann musstest du halt immer einen dieser Orte passieren. Und ich sag ja, dadurch, durch meine früheren Touren, hat man zwar mal Fotos gemacht, aber manchmal wusste man nicht mehr genau oder ich weiß nicht mehr genau, gehörte das jetzt zu Ort A oder Ort B? Keine Ahnung. Herrlichstes Wetter. Nicht so warm.
vor, keine Ahnung, 15, 20 Jahren circa, war das dann auch immer so ein Weg hier, den ich dann nach Hause gefahren bin. Meist übrigens auch um eine ähnliche Uhrzeit wie jetzt, so 7, kurz nach 7 war man dann hier oder etwas noch später. Gib mir ein Zeichen. Oder auch nicht. Langweilig. Schade, wir sind ein bisschen ausgefressen alles hier. Noch mal ein bisschen mit den Belichtungseinstellungen rumgespielt. Ich habe meinen Polfilter für diese Kamera vergessen. Was ich noch mal testen könnte. Warte mal. Ich bin wieder da. Also mal in die Richtung filmen. Bisschen schwenken. Ja, ich denke mal, das geht. Ich habe jetzt nochmal meinen B- und W-Graufilter draufgeschraubt. Ich hätte eigentlich gedacht, der macht wesentlich mehr Verdunklung im Bild, aber scheinbar ist es nicht so. Das ist nämlich, glaube ich, auch ein... was hatte der? 64-fach oder sowas? Also der ist schon... Ich glaube, 4 Blendenstufen schluckt der mindestens, wenn ich mich nicht vertue. Naja. Und wie gesagt, diese Strecke war halt auch mal früher so ein, der übliche Rückweg. Witzig, den mal zu Fuß zu gehen, das habe ich so in der Art, glaube ich, auch noch nie gemacht, meine ich. Aber sehr schön, mal wieder so eine Tour zu machen. Ich frage mich auch simultan so, wie man das früher eigentlich genau gemacht hat. Was wollte ich sagen? Ja gut, ich weiß nicht, seit wann es Google Maps gibt. Wahrscheinlich auch schon länger, als ich denke, aber... ich hatte auf jeden Fall zum Beispiel nie eine Fahrradkarte wirklich. Wahrscheinlich bin ich da auch oft viel zu viel gefahren, weil ich einfach mehr so den Schildern vertraut habe, anstatt mich zu informieren, wo die richtigen Wege sind. Naja. Auch schon interessant so irgendwie. Heutzutage hat man ja das Handy dabei. Damals hatte ich kein Handy und wenn, hätte da keine Karte drauf gepasst. Und heutzutage kann man nachgucken. Ist zwar nicht so, dass man immer am Handy hängt, aber wenn man halt eine Pause macht, bietet sich das an, um sicher zu gehen, ja, hier ist noch richtig. Bevor man dann irgendwann ein langes Gesicht macht und gefrustet ist, weil man jetzt so und so viele Meter, Kilometer wieder irgendwie einen Umweg gegangen ist oder so. Also mich persönlich... kotzt umdrehen immer an. Ich bin so ein Mensch, ich mag es gerne Touren zu gehen von A nach B, aber wenn man so Wege doppelt geht oder zurückgehen muss, das finde ich furchtbar. Ich habe mal irgendwo gelesen, es hatte was Psychologisches von Aufgeben, so von wegen, nicht geschafft, wieder zurück. Könnte vielleicht sein. Naja, ich würde mal ein bisschen hier die Gegend filmen.
Ja, da neigt sich die Tour auch fast dem Ende zu. Ich habe entschieden, wegen der Tageszeit, weil es schon ein bisschen später ist, werde ich die letzte Etappe heute nicht mehr gehen. Ich war auch am Überlegen, ob ich irgendwie hier irgendwo ein Lager aufschlage und dann morgen früh nochmal weitergehe. Aber hatte mich dann doch dagegen entschieden, weil ich dachte so, ne, also dann müsste man noch wesentlich weiter gehen. Sonst ist das ja doof. Und dann dachte ich mir, ja, wann macht man dann abends sein Lager auf? Man will ja auch schlafen, dann wenn es dunkel ist. Und wenn Sonnenuntergang um 10 ist, macht es halt wenig Sinn, um 8 schon sein Lager aufzuschlagen. Und dann da 2 Stunden rumzusitzen, keine Ahnung. Klar, dann könnte man morgen früh wahrscheinlich gleich mit dem Sonnenaufgang aufstehen und alles, aber ich dachte mir, nee, so groß ist die Tour nicht, aber ja, dass jetzt halt schon ein bisschen später ist und ich heute noch sozusagen nach Hause wollte, also damit ich den Abend noch bei mir genießen kann, dachte ich mir, das letzte Stück mache ich nochmal wann anders. Und noch mein einer Fuß tut mir wieder weh. Ich weiß, wenn man es mit dem Fuß hat, ist Wandern immer ein schlechtes Hobby, aber dank Einlagen geht es eigentlich. Es hängt auch immer von den Schuhen ab und der Tagesform. Mal geht's, mal halt nicht. Naja. Ich sehe es nur manchmal nicht ein. Turnschuhe anzuziehen, weil ich denke so, nee, das ist eigentlich eine Wanderung. Eigentlich sollte man da ja Wanderschuhe zu anziehen oder festeres Schuhwerk. Naja. Mal gucken, wann die Bahn gleich kommt. Ich habe gar kein Zeitgefühl, was das angeht. Aber es war mir auch egal. Klar, wenn sie früher kommt, ist natürlich besser, weil wenn man so fertig ist mit Natur, dann das Warten ist natürlich immer so ein bisschen, nicht so schön. Aber was soll's. So, Bahnhof haben wir erreicht. Gleich mal gucken, was die Tafel sagt, wann die Bahn kommt. Wahrscheinlich ist die gerade weg. Verdammt viel Mais dieses Jahr und verdammt hoch. Wahrscheinlich alles der leckere Genmais. Naja. So. Nein, ich höre ein Tuten von links. Sollte das etwa ein grandioses Timing sein? Von meiner Berechnung 2 Stunden drauf. Also wenn die Bahn jede Stunde fährt, dann dürfte die das eigentlich noch nicht sein. Dann wäre die entweder viel zu früh oder viel zu spät. Aber ich lasse mich mal überraschen. Vielleicht war es ja doch von der anderen Richtung. Und das ist die, die jetzt nach Bremervörde fährt. Mal gucken. Obwohl, da würde ich mir ja Sorgen um mein Gehör machen. Naja. So. Sieht man mich? Ein bisschen mehr Licht. Ein bisschen mehr Licht. So. Ja, ich danke auf jeden Fall fürs Zugucken und hoffe, der Podcast / Fototour war unterhaltsam und amüsant. Ich versuche hier immer mein Level an Qualität zu halten. Und man glaubt es nicht, die Bahn kommt aus der richtigen Richtung. Wahnsinn, also was für ein Timing. Sekunden genau, ich bin begeistert. Auch wenn ich es manchmal nicht so zeigen kann. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schaut wieder rein. Und jetzt heißt es abschalten und so.